In diesem Part schauen wir uns einige spezielle Karten an. Und es geht los. Bis jetzt wurden nur die allgemeinen Effekte im Spiel erläutert. Es gibt tatsächlich sogar noch mehr Effekte, die eine Karte haben kann. Dieses Kapitel erklärt dir einige wichtige Beispiele dieser Effekte und stellt sie dir vor. Als erstes werfen wir einen Blick auf Fallenmonster. Ja, ihr seht ein Fallenmonster-Effekt einer, also erstmal ist es eine Fallenkarte. Der Effekt dieser Falle ist, aktiviert diese Karte nur in deiner Main-Phase. Diese Karte wird als eine normale Monsterkarte Typ Reptil, Erde, Stufe 4, Attacke 1600, Defense 1800 behandelt und wird als Spezialbeschwörung in deiner Monsterkartenzone beschworen. Diese Karte wird trotzdem als Feinkarte behandelt. Das ist eine Monsterfallenkarte, also eine Fallenkarte, die ein Monster beschwört. Und ihr seht, diese Fallenkarte befindet sich auf der Monsterkartenzone, da diese Karte hier jetzt als Monster behandelt wird. Das ist eine besondere Ausnahme, dass Fallen in der Monsterkartenzone liegen. Das ist nur bei Monsterfallen so, dass sie in die Monsterkartenzone gelegt werden. Sie werden als Monster und als Falle behandelt. Deswegen ist hier unten ein Feld belegt, da es als eine Falle noch behandelt wird und man maximal nur 5 Fallen regulär oder 5 Zauber- oder Fallenkarten regulär auf dem Feld haben kann. Deswegen wird hier diese Zone blockiert als das Zeichen, dass hier eine Fallenkarte schon auf dem Spielfeld liegt. Ein Fallenmonster hier auf dieser Karte wird in die Monsterkartenzone spezial beschworen, wenn es aktiviert wird. Es wird auch als Monsterkarte behandelt. Weil sie sowohl als Fallenkarte als auch als Monsterkarte zählt, belegt sie außerdem den Platz in der Monsterkartenzone, auch einen Platz in der Zauber- und Fallenkartenzone. In diesem Spiel wird ein X in dieser Zauber- und Fallenkartenzone angezeigt. Das sieht man hier. Um kenntlich zu machen, dass dieser Platz der Zone belegt ist. Als nächstes sehen wir uns die Spielmarken an. Eine Spielmarke ist ein Monster, das durch den Effekt einer anderen Karte erweckt wurde. Spielmarken werden wie normale Monster behandelt. Wird ein Karteneffekt, der eine Spielmarke erzeugt, aktiviert, so wird eine Spielmarke auf das Spielfeld speziell beschworen. Hier sehen wir eine Zauberkarte, die einige Spielmarken erzeugen. Hier Beispiel vervielfachen. Biete einen offenen Kuribo als Tribut an. Beschwöre so viele Kuribo-Spielmarken. Typ Unterwäldler, Finsternis Stufe 1, ATK 300, Verteidigung 200. Als Spezialbeschwörung in Verteidigungsposition wie möglich. Diese Spielmarken können nicht als Tribut für eine Tributbeschwörung angeboten werden. Also diese Zauberkarte tut quasi uns zusätzliche Monster beschaffen. Ich zeig's jetzt euch einfach mal. Wir opfern unseren Kuribo und kriegen jetzt Spielmarken. Ja, diese Spielmarken gibt es im Original-Kartenspiel nicht als Karte, sondern die muss man sich im Originalspiel sich vorstellen. Jetzt haben wir auf diese Weise viele Spielmarken beschworen. Und Spielmarken sind hier in diesem Spiel als graue Karten markiert, aber in Wirklichkeit gibt es keine grauen Yu-Gi-Oh! Karten. Auf diese Weise werden Spielmarken auf das Spielfeld spezial beschworen. Spielmarken sind grau, also nur in diesem Spiel halt. In der Realität gibt es solche Karten nicht. Spielmarken können nie verdeckt sein. Eine Spielmarke kann nie das Ziel eines Karteneffektes sein, der Monster dazu zwingt, sie in die verdeckte Verteidigungsposition zu wechseln. Also Spielmarken können nicht in die verdeckte Position gesetzt werden. Und wenn doch, dann werden diese Spielmarken zerstört. Also diese Spielmarken sind sehr sensibel, was das angeht. Die Kuribo-Spielmarke, die du gerade spezial beschworen hast, kann nicht als Tribut für eine Tributbeschwörung geopfert werden.
Das ist bei vielen Spielmarkenkarten so, dass sie nicht als Tribut geopfert werden können, aber es gibt auch Spielmarken, die können als Tribut geopfert werden. Einige Spielmarken können als Tribut geopfert werden. Prüfe den Text jeder Karte, um sicherzustellen, ob diese Spielmarke auf diese Weise benutzt werden darf oder nicht. Hier, diese darf zum Beispiel als Tribut geopfert werden. Das böse Spielmarke, Spezialbeschworen mit dem Effekt von Statue des Bösen. Also die kann geopfert werden, da der Effekt es nicht verbietet. Außerdem gibt es Karten, die einen Münzwurf oder einen Würfelwurf erfordern. Ist ein Münzwurf erforderlich, wähle Kopf oder Zahl und wirf die Münze. Manche Karten verlangen, dass du die Münze auf deiner bestimmten Seite landet und ihre Effekte sind je nach Resultat des Würfels verschieden. Genauso gibt es Karten, die eine bestimmte Augenzahl beim Würfelwurf erfordern und deren tatsächlicher Effekt von der gewürfelten Augenzahl abhängt. Ja, das sind so Glücksspielkarten. Jetzt haben wir eine Menge. Oh Gott, 16.000 Lebenspunkte. Heftig. Okay, jetzt können wir ein bisschen rumspielen mit ein paar Glückskarten. Hier ein erneuter Münzwurf. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, kannst du einmal in jedem Zug den Effekt von deinen Münzwürfen annullieren und diesen Münzwurf wiederholen. Ich mach's jetzt einfach mal. Die ist ja eh permanent, diese Zauberkarte. Ja, was machst du denn jetzt? Nichts, okay. Dann spiele ich den Jäger im Hinterhalt. Du kannst eine Karte abwerfen, um eine Karte auf dem Spielfeld zu wählen und einen sechsseitigen Würfel zu werfen. Falls das Ergebnis nicht 1 oder 6 ist, zerstöre die gewählte Karte. Gut, was haben wir denn noch? Die Wege des Schicksals. Beide Spieler werfen einmal eine Münze. Falls das Ergebnis eines Spielers Kopf ist, erhöht seine Lebenspunkte um 2000. Und falls sein Ergebnis Zahl ist, erhält er 2000 Punkte Schaden. Totenkopfwürfel, die kennen wir ja schon. Genauso wie anmutige Würfel. Wiederholungswürfelwurf. Einmal pro Spielzug annulliere einen Effekt, der sechsseitige Würfel werfen lässt. Und wiederhole den Würfelwurf. Oh Gott. Das ist ja ein fetter Zungenbrecher. Einmal pro Spielzug annulliere einen Effekt, der siebenseitigen Würfel werfen lässt und wiederhole den Würfelwurf. Das ist der Effekt von Wiederholungswürfelwurf. Okay. Kanonenroulette. Einmal pro Spielzug während deiner Mainphase kannst du einen sechsstelligen Würfel zweimal wählen. Wähle ein Würfelergebnis und zerstöre ein offenes Monster auf dem Spielfeld, dessen Stufe dem Würfelergebnis entspricht. Haben wir Rückstoßdach, einmal pro Spielzug kannst du dreimal eine Münze werfen. Falls das Ergebnis mindestens zweimal Kopf ist, zerstöre eine Karte, die dein Gegner kontrolliert. Dann Jirai Gumo. Wenn diese Karte angreift, wirf eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Falls du richtig vorausgesagt hast, greifst du nochmal an. Falls du falsch vorausgesagt hast, verlierst du die Hälfte deiner Lebenspunkte, bevor du angreifst. Leunische Göttin, wirf eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Wenn du gewinnst, verdoppelt sich die ATK, der ATK-Wert dieser Karte für diesen Zug. Verlierst du, reduziert sich der ATK-Wert dieser Karte um die Hälfte. Und die Karte Jäger im Hintergrund kennen wir schon. Dann Kyrell. Wenn diese Karte als Ergebnis eines Kampfes auf den Friedhof gelegt wird, wirf eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Falls du richtig vorausgesagt hast, blabberbe Sprechblase im Weg auf der Spielfeldseite deines Gegners. Dann Sasuke Samurai Nummer 4. Falls diese Karte gegen ein Monster kämpft, wirf vor der Schadensberechnung eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Wenn du richtig vorausgesagt hast, Sprechblase im Weg deines Gegners durch diesen Effekt. Agido, wenn diese Karte als Ergebnis eines Kampfes zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, wirf einen sechsseitigen Würfel einmal. Dann kannst du einen Monster, Sprechblase, Würfel, dem Würfelergebnis entspricht, als Spezialbeschwörung aus deinem Friedhof beschwören. Wenn das Würfelergebnis 6 ist, kannst du ein Monster der Stufe 6 oder höher als Spezialbeschwörung beschwören. Und hier vorbereiten zum Zurückschlagen. Jedes Mal, wenn dein Gegner einen Angriff gegen ein offenes Monster in Verteidigungsposition deklariert,
Wirf eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Falls du bla 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 richtig oder falsch vorausgesagt hast, ändere das offene Monster in Verteidigungsposition in die Angriffsposition. Falls du falsch vorausgesagt hast, erhält der Beherrscher dieser Karte Schaden in Höhe der, was weiß ich, der ATK des angreifenden Monsters und der Verteidigungspunkte des angegriffenen Monsters. So, das waren jetzt alle, oder das waren viele Karten, die Effekte haben mit Würfeln und mit Kopf oder Zahl. Gut, ich spiele jetzt einfach mal ein paar aus. Anmutiger Würfel, wirf einen Würfel, das Ergebnis wird mit 100 multipliziert und bis zum Ende deines Spielzuges. Was kommt jetzt? Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn du keine Karten auf deiner Hand hast. Wirf einen sechsseitigen Würfel dreimal und füge den Lebenspunkten deines Gegners Schaden in Höhe der Augen mal 100 Punkte zu. Und da ist wieder die Sprechblase im Weg. Feuerpfeile. Den kann ich mit Wiederholungswurf annullieren. Jetzt sehen wir eine Kette. Das ist eine Kette der. Ja, eine Dreierkette. Jetzt kommt der Effekt unseres anmutigen Würfels. Ach nein, Quatsch, jetzt kommt der Effekt von ihrer Falle. Feuerpfeile, okay. Aber wir haben es doch annulliert, oder? Warum wird denn dann jetzt trotzdem gewürfelt? Was? Wiederholungswürfelwurf. Ich weiß zwar nicht, was gerade. Achso, ach, das ist was anderes. Ich dachte, es annulliert den Effekt. Aber wir können damit nochmal würfeln lassen, okay. Diese Karte bewirkt wohl, dass man nochmal würfeln kann, wenn. Ja, wenn irgendetwas passiert, was den Würfel würfeln lässt. Und jetzt kommt unsere Würfel. Wir haben eine 2. Das gibt unserem Monster 200, weil wir eine Augenzahl mal 2 haben. Gut, dann haben wir den Rückschussdrachen. Ich lasse jetzt mal diese Karte hier zerstören. Okay, wir haben leider. Ja, wir bräuchten zweimal Kopf, aber wir können ja nochmal würfeln. Wegen unserer Zauberkarte. Ne, Münze werfen. Wegen unserer Zauberkarte. Und wir haben nochmal gefailt. Gut, okay, der Effekt ist leider schief gegangen. Dann benutzen wir jetzt den Effekt von Kanonenroulette. Den Effekt könnt ihr euch anschauen, hier oben. Ich scroll mal schnell da durch. Können wir ein Würfelergebnis wählen und ein Monster der Stufe zerstören. Wir haben eine 5 und eine 1 gewürfelt. Ich will jetzt mal eine 5. Ja, es gibt kein Stufe 5 Monster auf dem Feld. Deswegen können wir kein Stufe 5 Monster zerstören. Okay, was haben wir denn noch? Launische Göttin. Wenn du gewinnst, verdoppeln sich die Angriffswert dieser Karte. Nur für diesen Zug. Okay. Was wähle ich denn? Kopf oder Zahl? Ich nehme mal Kopf. Ja, korrekt. Gut, die Angriffspunkte sind jetzt verdoppelt worden. Wir sehen sie hier leider nicht wegen dieser verdammten Sprechblase. Was haben wir denn hier? Die Wege des Schicksals. Diese Karte lässt uns wieder die Münze werfen. Gut, das ist Kopf. Wir kriegen 2000 Lebenspunkte. Jetzt tut der Gegner die Münze werfen. Und er hat auch Kopf, er kriegt auch 2000. Okay, die hebe ich mir in der Battle-Phase auf. Die Totenkopfwürfel. Gut, dann greife ich mit Jirai Gumo an.
Kiriguma müsste 2000 Angriffspunkte haben. So, jetzt muss ich richtig wählen, sonst verliere ich die Hälfte meiner Lebenspunkte. Zahl. Nein! Verdammt! Okay, wir verlieren die Hälfte unserer Lebenspunkte. Das ist bitter. Diese Karte sollte man nur reintun, wenn man. Ja, wenn das Risiko einem wert ist. Na, was kommt jetzt? Nein, ich möchte Totenkopfwürfe jetzt nicht als Kette benutzen. Ah, 2400 hat die Karte, okay. Aber sie wurde noch durch Engelswürfe verstärkt. Okay, sie hat einen Grundartiger von 2200. Was? Das kommt der Effekt. Wenn diese Karte als Ergebnis eines Kampfes auf dem Friedhof gelegt wird, wirf eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Falls du richtig vorausgesagt hast, zerstöre ein Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners. Okay. Oh Gott, nicht den Rückstoßdrachen. Was hat er gesagt? Zahl hat er gesagt. Okay, das ist falsch. Gut, dann greife ich jetzt. Ah, jetzt sehen wir die ATK, das ist sehr schön. Jetzt setze ich Kanonenroulette ein und greife riskanterweise Akido an. Und dann setze ich als Kette Totenkopfwürfel noch ein. Und hoffe, dass wir mindestens eine 3 würfeln, damit sich die Angriffspunkte ihres Monsters senken. Und wir haben die 4 gewürfelt, das ist super. Das heißt, die Angriffspunkte ihres Monsters sinken jetzt unter 1200 und unser Monster ist stärker. Nein, sie hat auch einen Totenkopfwürfel. Wie gemein! Na gut. Jetzt ist es egal, was sie würfelt. Wir haben nur 100 Punkte mehr als sie oder 200. Ja, jetzt senkt sie die Angriffskraft unserer Monster auch wieder. Okay, ja. Ja, okay. Na gut. Damit hat sie das wieder ausgeglichen. Okay, dann zerstören wir mal mit der launischen Göttin. Jetzt ist es eigentlich egal, wie wir angreifen. All ihre Monster sind ja sowieso in der Angriffsposition. Das heißt, Kampfschaden kriegt die so oder so, egal wie. Huch, Effekt! Wenn diese Karte als Ergebnis eines Kampfes zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, wirf einen sechsseitigen Würfel einmal. Dann kannst du ein Monster vom Typ Fee, dessen Stufe dem Würfelergebnis entspricht, als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Wenn das Würfelergebnis 6 ist, kannst du ein Monster der Stufe 6 oder höher als Spezialbeschwörung beschwören. Okay, sie hat eine 1 gewürfelt. Das heißt, sie kriegt jetzt ein Stufe 1 Monster. Oh, Mocky Mocky! Ich grüße dich! Na gut, den Mocky Mocky, der ist in der Verteidigungsposition, den zerstöre ich mit dem schwächeren Monster. Und das ist der Jäger im Hinterhalt. Was? Jedes Mal, wenn ein Gegner einen Angriff gegen ein offenes Monster in Verteidigungsposition deklariert, wirf eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Falls du richtig vorausgesagt hast, ändere das offene Monster in Verteidigungsposition in die Angriffsposition. Hey, das ist gut für uns. Falls du falsch vorausgesagt hast, erhält der Beherrscher diese Karte Schaden in Höhe der Differenz zwischen den Antigra als angreifende Monster und der F des angegriffenen Monsters. Es ist ja egal, wie es jetzt endet. Er kriegt jetzt Kampfschaden. Selbst wenn es dann in der Verteidigung liegt, dann kriegen wir die Differenz zwischen den Angriffspunkten und den Verteidigungspunkten als gegnerischen Schaden. Und ja, sein Monster wurde in die Angriffsposition gesetzt. Das zerstöre ich mit Rückschlussdrache Sasuke Samurai Stufe 4. Falls diese Karte gegen ein Monster kämpft, wirf vor der Schadensberechnung eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Wenn du richtig vorausgesagt hast, zerstöre das Monster des Gegners durch diesen Effekt. Die ist gemein. Bitte, rat falsch. Hier unten sehen wir, was er gesagt hat. Okay, sagt Kopf und es ist Kopf. Okay. Goodbye, Rückschlussdrache. Na gut, mehr können wir nicht mehr machen. Jetzt haben wir einige Effekte gesehen.
die einen eine Münze werfen lassen und den Würfel rollen lassen. Also, nachdem ein Fallenmonster aktiviert wurde, wird es behandelt wie eine Fallen- und eine Monsterkarte, eine Zauber- und eine Fallenkarte, eine Zauber- und eine Monsterkarte. Die Lösung, ein Fallenmonster wird als eine Fallen- und eine Monsterkarte behandelt. Ist ja auch logisch, ne? Spielmarken werden genauso behandelt wie welche Sorte Karten, Effektmonster, Fallen oder normale Monster. Eigentlich sowohl Effekte als auch normale Monster, ne? Es gibt ja auch Spielmarken, die haben Effekte, oder es gibt auch Spielmarken, die haben keine Effekte. Aber hier wird wahrscheinlich an Effektmonstern nicht okay. Aber es gibt auch Spielmarken, die Effekte haben. Na gut, aber hier steht, sie werden als normale Monster behandelt. Alles klar, im nächsten Part schauen wir uns weitere spezielle Karten an. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao.